Ich habe das beste Gefährt aller Zeiten. Kind. Vor allem, das funktioniert auch noch. Hey! Oh, hast du es gesehen? Nein, ich habe... Unser Hund, der Rex. Was hat er gemacht? Der hat mich gerade gebissen. Echt? Ja, der ist wie so ein Wahnsinniger durch den Screen gesprungen und hat mich gebissen einfach. Okay. Aber lieber mich als den Reifen. Oh ja, dann würdest du ihn ab. Oh, kein Wunder, dass er so ein Kommissarhund ist. Ah, nein! Ah, hast du irgendwelche Drogen dabei? Ja, klar. Ich habe alles, was du willst. Es kommt nur drauf an, was du zahlst. Kein Geld. So, jetzt laufe ich aber mal zu Fuß weiter, weil bergauf mit so einem Schneereif ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Ach, du bist ja schon ja, da. Ja, ich bin schon da. Ich bin halt schnell, ne? Oh. Yo, ich brenn drauf, über die Pisten zu heizen. Gibt's denn keine Ski- oder Snowboard-Fahrerin, die mich herausfordern will? Das schaut aber traurig. Warum will er nur gegen Frauen antreten? Ist das deine Masche? Ich bin einfach zu schnell. Niemand ist mir gewachsen. Es ist, ja, richtig einsam hier an der Spitze. Moment, du willst mich tatsächlich herausfordern? Okay, endlich kann ich zeigen, was ich drauf habe. Bringen wir die Piste zum Schmelzen. Das ist also wirklich seine Masche. Ja. Bedauere, Rex. Wir sehen von hier aus zu. Also gut, das Schneerennen im Slalom. Fahr durch okay. die Flaggentore und erreiche rechtzeitig das Ziel. 5 Sekunden Strafe für jedes verpasste Flaggenpaar. Und Parallelschwung ist die Steuerungsoption. Klingt nicht so toll. Nee. Also soll ich jetzt den Controller wirklich wie so 2 Skistöcke bewegen? Oder wie wollen die das haben? Du hast es halt auch leider zu schnell weggedrückt. Nee, also irgendwie ist es gar nicht mit Bewegungssteuerung. Nee. Ich dachte, es wäre so. Nee, hey, du holst auf. Ja, es kommt ja letztlich dann sowieso auf die Zeit an. Das heißt, wenn du irgendein Flaggenpaar verpasst, dann... Also bisher sieht es ganz gut aus. Hast du eh versagt. Aber es gibt doch nicht, dass ich dich überhaupt nicht einholen kann. Tja. Irgendwie. Dich halt schon anstrengen, ne? Im Gegenteil, du gewinnst sogar an Reichweite. Wie kann das sein? Keine Ahnung, ich bin halt so gut. Naja, erstmal hast du mir die halbe Steuerung vorenthalten und dann... Ja. Boah, du hast aber arg aufgeholt, du. Aber es hat noch gereicht. Hey, du hast mich noch voll umgeschmissen. Ja, für den Beschiss, weil ich habe erstmal mit dem Controller rumgefuchtelt, wie so ein Blöder. Okay. Ja, aber ja. Easy. War ja nicht mal ein richtiger Slalom eigentlich. Ja, es war einfach. Ja. Aber es ist wahrscheinlich eh nur die leichteste Stufe und... Mit Sicherheit. Ja, da kommen so abnormale... Auch hier wird es wieder mehrere Kurse geben. Vielleicht zeigen wir später noch einen. Jawohl, du hast es geschafft. Aber bist du dich scharf auf einen neuen Lauf? Ich bin bereit, wenn du es bist. Bis später. Ja, oder machen wir es jetzt vielleicht sogar. Super, da bin ich, Juli. Das neue Rekord. Können wir nicht, weil wir werden, glaube ich, gleich wieder von unserer Führerin woanders hingeschickt. Sieht für mich so aus, als kommt als nächstes irgendwas mit einem Schneegefährt und Stunts. Ich schlage als nächste Aktivität vor, die Schneemobiltricks zu machen. Probier sie am Anfang des Ebersturzes aus. Mit den Liften 4 oder 5 kommst du hin. Viel Spaß! Okay. Ich nehme mal ein Snowboard. Ich nehme auch ein Snowboard. Weil das hatten wir noch nie. Nee, ich nehme ein Schneemobil. Okay. Auch hier... Ah, wir sind sogar hier bei dem Stuntmenschen doch. Also wir könnten schon... Ja, dann mach halt nochmal. Muss ich erstmal aussteigen hier. Was macht denn der Hund? Beißen. Achso, ich bin bei einem anderen. Jo, ihr habt Bock nochmal zu fahren, kein Problem, lass uns loslegen.
Gibt wahrscheinlich drei Kurse, weil das ist ja meistens der Fall. Aktivität starten. Ne, nur zwei? Sprint und Slalom. Na gut. Ja, hier gibt's fünf Stufen. Ach so. Wir haben hier noch gar keine Stufe. Ja, okay. Alle machen wir definitiv nicht, aber wir machen mal den Sprint auf Stufe 3, damit man es einfach mal gesehen hat. Wir können sogar ein Snowboard nehmen. Ja, dann mache ich das mal. Danke, dass ich nicht auswählen durfte. Irgendwie glaube ich auch, dass wir bei dem Slalom irgendwas nicht richtig gemacht haben. Also eigentlich schon, weil wir haben ja den Stempel gekriegt und auch gute Punktzahl gehabt. Aber ich glaube, wir hätten uns da noch krasser an die Kurven legen können. Das war halt die Steuerungsoption, die du zu schnell weggedrückt hast. Aber gut. Jetzt geht's wirklich um Schnelligkeit. Bin halt noch nie Snowboard gefahren. Weder im Real Life noch hier in dem Spiel, deswegen weiß ich gar nicht. Ja, ich werde hier einfach nur abgedrängt. Wie man damit umgeht. Oh nein, scheiße. Aber irgendwie wird's schon funktioniert. Wow, was für ein krasser Sprung. Dreh dich doch. Oh mein Gott. Da muss ich auch an die ganzen Schneerennen in Zelda denken. Ja. Twilight Princess und Breath of the Wild. Die waren cool. Stimmt, warum gibt es eigentlich nicht ein Schild als Fortbewegungsmittel? Ja, das wäre echt lustig. Das wäre tipptopp. Auch ein tolles Easter Egg. Folge dir. Das ist mein Sieg. Ah, ich war aber dicht dran. Bam, jetzt ist alles gebrochen. Ich stehe noch, nein, doch nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen Krankenwagen. Und jemanden, der meinen Goldpokal abholt. Okay. Ja, haben wir beide Modi mal gesehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und jetzt steuern wir mal die nächste Aktivität an. Und mittlerweile wissen wir übrigens auch, dass die X'e da auf den Karten, die manchmal eingeblendet werden, zu den Schätzen führen. Also das nächste Mal, wenn wir welche sehen, dann sollten wir uns die Position merken. Okay. Und da hingehen, wenn eine Aktivität in der Nähe ist. Oh, das Schneemobil ist ja cool. Das fährt sich ja voll geil. Ja, dann fahren wir mal hin. Hab auch gelesen, es gibt hier irgendwo eine schöne Kristallhöhle. Ja. Aber unser Fokus liegt nach wie vor auf den Aktivitäten. Vielleicht, wenn wir mit allem durch sind, schneiden wir noch ein paar Sachen rein, die man so finden kann. Was mache ich denn? Aber explizit suchen werden wir nicht und ich frage mich auch, was du tust. Ich weiß es auch nicht so recht. Naja, reicht ja, wenn einer das Ziel ansteuert. Ja. Aber ich finde das Schneeresort echt cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Oh, sorry, Hund. Bisher mochte ich beide. Ich bin auch sehr gespannt auf das Bergresort und auf City. Weil wenn die hier schon so gut vorlegen. Hier gibt's auf jeden Fall einiges. Ich habe nur das Gefühl, ich bin falsch abgebogen. Ich trottel. Ja, schau mal, wohin ich fahre. Ich fahre einfach nicht mehr zurück. Ja, fahr weiter hoch und fahr dann links ja, runter. Das hab dann ich kommst du definitiv an. Oh, ich habe eine Abbiegung verpasst. Füchse. Oh, und ich war so viel schneller als Rex. Wahnsinn. So, hier muss ich lang, glaube ich. Genau, die Abzweigung habe ich verpasst. Aber hey, mit diesem Schneemobil hier ist das gar kein Problem. Da ist meine Windeseile da. Ich bin auch bald da. Übrigens, hier kann man, glaube ich, ein Foto machen. Das haben wir noch nie ausprobiert, deswegen spreche ich mal den NPC an. Der Schnee ist wie eine leere Leinwand, auf der dein Herz Gemälde zeichnet. Na, bist du in Künstlerlaune? Was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung, du. Kann ich jetzt ein Selfie machen? Tierfotoalbum. In jedem Resort sind andere Tiere zu Hause. Ah. Mit L kann man knipsen. Der Hund. Was, Album in Konsole speichern? Nein. Na, ist doch egal. Kannst ja, du nachher auch löschen. Das war alles? Ach so, vermutlich. Ah ja, es gibt vermutlich mehrere NPCs. Foto-NPCs. Und jeder hat halt ein eigenes Bild. Mhm. Und wir müssen halt alle auf der Map finden. Dann gibt's wahrscheinlich was. Ich nehme nochmal das Schneemobil. Ja, das macht voll Fun, ne? Ja, vor allem ist man damit am schnellsten, habe ich das Gefühl. Also gut. Auf zur nächsten Aktivität. Da vorne ist sie.
Geiler Ausblick hier. Hi. Du übst schon. Akrobatische Sprünge von der großen Rampe. Schneemobiltricksmeister, nur sehr talentierte und versierte Freestyler. Hey Duda, ich hab gesehen, wie du hingestarrt hast. Okay. Worauf? Worauf? Alter. Glaub mir, ich weiß, wie das ist. Okay. Möchtest du dich gerne an Schneemobiltricks versuchen? Dann lass uns anfangen. Probier mal eine ganze Serie von Tricks. Ich freue mich schon drauf. Wir müssen eine Pause einlegen, Rex. Tut mir leid. Wie direkt die alle sind. Ja. Zeige bei einem einzigen Sprung möglichst viele Tricks und erreiche die Zielpunktzahl. Okay. R oder L in der Luft. Waagrechte Spin-Tricks. Und ja. Bewegungssteuerung oder rechter Stick. Senkrecht. Denk dran, nur ein Sprung. Der muss also sitzen. Gerade gesehen. 1500 Punkte brauchen wir. Na gut. Dann wollen wir mal. Und los geht's. Ah, fuck. Oh, shit. Auch abgekackt. Ja, das Ende war nicht perfekt. Ja, aber du warst sehr gut, also. Aber war tatsächlich in Ordnung. Dann kann aber 1500 nicht stimmen. Dann habe ich mich verguckt. Weil ich hatte irgendwas mit 200, du warst mit 100. Ja, 116. Dann waren nur 50 Punkte verlangt, oder was? Wow, Rang 4. Das ist gut. Mhm. Level 15. Du bist nur Rang 2. Tja. Rang 5 sogar. Ja, dort ist mehr als das Doppelte als Also man ich. Kriegt halt diese Bonuspunkte, wenn man mindestens Rang 4 erreicht hat, glaube ich. Aber tatsächlich war ich Rang 5. Das ist der beste Rang, den man bislang in diesem Let's Play gesehen hat. Freu dich doch. Diese Schlüssel habe ich auch gelesen. Die sind dafür da, um die Villen irgendwie einzurichten. So Special-Gegenstände. Mhm, sehr schön. Dann kommen wir da aber erst zum Ende hin, weil die Villen schaltet man als allerletztes frei. Unglaublich, die anderen hatten das Nachsehen. Komm wieder, wenn du Lust auf eine neue Herausforderung hast. Ich warte hier. Oh, das jetzt kommt der Schneereifen. Oh, darauf habe ich aber mega Bock. Ja. Ich mag das auch immer im Schwimmen, weil diese Reifen rutschen. Stimmt, ja. Ja, ja, ja. Name Juli, Glückwunsch zu 14 gesammelten Stempeln. Ballons sind auf der Insel aufgetaucht. Man kann sie zum Platzen bringen und dafür Punkte kassieren. Und das macht Spaß, viele hintereinander platzen zu lassen. Ein Ballon allein ist ja nicht viel, aber wenn man fleißig sammelt, lohnt es sich irgendwann schon. Es gibt in jedem Resort auch Spezialballons, die besonders viele Punkte bringen, aber schwieriger zu finden sind. Viel Erfolg! Und jetzt schlage ich vor Schneereifen. Das gibt es am Gipfel des Tonga Blanca. Mit dem Helikopter kommst du schnell hin. Wenn du noch nie in einem Schneereifen gefahren bist, übe lieber ein bisschen, bevor es richtig losgeht. Viel Spaß. Ja, ich hab's ja schon ausprobiert. Das ist ganz witzig. Ja. Wir versuchen am besten mal den Helikopter zu finden. Aber falls wir ihn finden. Das ist halt einfacher gesagt als getan. Oder habe ich da vielleicht schnell Zugriff auf der Map? Ja, doch, hier. Doch. Ja, dann geh doch gleich nach oben. Hat sie die Nummerierung gesagt? Nee, aber es ist 12, weil die hat gemeint vom höchsten Punkt. Ja, aber dann sind wir ja schon da. Weil ich porte mich ja da hoch. Ja, okay, dann sind wir schon da. Hä, aber ich wollte hochfliegen. Moment, gibt es nicht so einen Helikopter? Ja, du weißt halt auch nicht, was das hier alles ist. Ja. Das steht halt nicht da, das ist halt voll doof. Wenn da halt wenigstens stehen würde, ja, Flughafen, ja, was ist Flughafen? Flughafen. Helikopterlandeplatz, irgendwie sowas. Ja, dann wüsste ich wenigstens, wo ich hin muss. Aber so. Hey. Naja, wir können ja gucken, ob wir eventuell von oben runterfliegen können. Was so, ich ist weiß, derjenige mit diesem roten? Das weiß ich auch nicht, deswegen wollte ich ihn ansprechen. Es ist ein Passant mit Infos. Vielleicht hat er wertvolle Secret-Infos für uns. Oh, der majestätische Tonga Blanca mit seiner Silberspitze. Mit seinen 7000 Metern nennt man ihn auch die Berggöttin, die über die vier Resorts wacht. Die Bereiche in der Umgebung sind nach Blumen benannt, weil sie Gaben für die Göttin sind. Das ist unglaublich, oder? Okay. Achso, der gibt einfach nur so ein paar interessante Infos. Jo, okay. Und das Mädchen habe ich erreicht. Da ist ein Ballon, mach ihn kaputt. Ja. Yay.
Ja, yeah. Und da ist auch einer. Da ist noch einer. Den machen wir nächstes Mal kaputt. Hast du gewusst, warum Schneereifen wie Donuts aussehen? Hast du dich je gefragt, wie es wäre, hineinzuweisen? Eher nicht so. Du hältst mich sicher für verfressen. Nein, Irrtum. Ich bin einfach nur neugierig. Aber genug von mir. Schnell hol deinen Schneereifen. Ich kann's kaum erwarten. Rex, bitte wir warten, okay? Schneereifen, Reifenbowling. Hau mit dem Schneereifen die Schneemänner um. Yeah. Das ist ja cool. Nach vorne an. Ja, doch, das ist cool. Beschleunigen auf Y und die Kurve beeinflussen mit dem linken Stick. Ja. Alles klar, los geht's. Manchmal hau ich beim Bowling echt so ein Ding raus. Ja, so unerwartet. Glaubt man gar nicht. Ich habe es erst letztens wieder in Amerika gespielt und das lief echt gut. Obwohl ich es eigentlich nicht kann. Also. Fangen wir an. Dran. Erstmal genügend Speed holen. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn du nicht hüpfst. Doch, doch, immer wieder Y drücken. Y und BAM! Oh, schade. Eigentlich voll die Mitte getroffen, aber es sind nur 7. Naja, das heißt nur, das musst du erstmal überbieten. Schauen wir mal. Ach nee, warte mal, man hat ja immer 2. Stimmt. Ja, aber es ist halt schwierig, weil du von beiden genau Seiten... Genau wie im richtigen Bowling. Ja, ich habe eigentlich kaum eine Chance. Aber nein! Oh. Er hat seinen Kopf gestriffen. Ich habe es eigentlich genau richtig gemacht, vom Winkel her, aber das blöde Ding ist ein bisschen zu hoch geflogen. Goddammit! Ach man, aber gut, 9. 9 sind auch nicht schlecht. Dann bist du an der Reihe. Und du kriegst wahrscheinlich instant einen Strike. Komm schon! Das ist ja wieder typisch. Nee, hast du mal voll verzogen. Hä? Oh, ich muss und nur noch einen. Lol, als ob. Hör auf, so neidisch zu sein. Du hast die Mitte nicht mal getroffen und trotzdem fallen bei dir mehr als bei mir. Das ist doch unfair. Ich hab mich aber so gibt, doch, gibt es. Komm, Juli, den holst du dir noch. Lame. Da brauche ich auch gar nicht so anzuholen, weil ich muss einfach den nur treffen, ne? Ja, hoffentlich fliegst du an einem Stein vorbei. Als ob Spare, yeah! Absolut unverdienter Spare. Oder warte mal. Tja. Spielen wir überhaupt gegeneinander? Frage ich Keine mich gerade. Keine Ahnung, also jetzt bist du wieder dran. Ich glaube, wer am Ende halt Doch. Die meisten Punkte hat. Doch, wir spielen schon gegeneinander, okay. Jetzt aber! Bam! Ja! Das wird das auch war... ein Spare, ein easy Spare, komm. Ja, und dann verkackst du so. Nee. Wobei an sich beim Bowling ist es ja wirklich am schwierigsten, dann die letzten Stehen dann noch zu treffen. Aber hier. Ja, weil da beeinflusst du natürlich nicht. Du schmeißt die Kugel und. Ja, kann man schon. Es gibt gewisse Techniken, da kannst du durchaus das beeinflussen. Ja, aber wenn du die Kugel loslässt, ist es vorbei, dann hast du keine Kontrolle mehr über sie. Ja, und deswegen gibt es ja die Techniken. Wie gesagt, mit gewissem Drall und alles. Das geht alles. Du. Profis können das. Okay, ich führe aktuell. Also ja, aber außer dem lächerlichen Grund. So darf ich nicht, das nicht nehmen lassen. Eigentlich brauche ich jetzt ja einen Strike. Oh yeah! Strike! Strike, baby! Ist okay. Tja, ich werde halt immer besser. Und hast du schon denn eigentlich aufgegeben? Nein, wenn ich jetzt spike, habe ich noch eine Chance. Oh. Das ist so lächerlich. Ich treffe die Dinger perfekt und werd verarscht, ey. Das ist eigentlich perfekt, wenn du so eine Drehung hast. Ja, hattest du auch nicht. Doch. Nö. Wenn du so ein bisschen im Schwung bist. Außerdem hat jeder immer eine andere Technik. Oh, es hat gereicht. Ach shit. Ein Spare. Und ich mache meistens immer meine Würfe übelst brutal und das passt. Ja, aber du hast schon gewonnen, also... Ja, außer ich verkacke jetzt hier komplett. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal was anders als vorher. Vielleicht klappt's ja dann. Nein. Ach, der eine steht. Oh, und der linke will, oder? Doch, will er doch noch fallen? Ja, besser oh, so. Mann. Besser so. Aber mit einem Strike nicht. Hast du eh gewonnen, weil das ist halt OP dann. Spare ist schön und gut, aber.
Reicht nicht. Komm, Juli. Hau die Dinger um. Hier, genau dasselbe wie ich. Genau in die Mitte, bei dir fallen 9, bei mir 6. Alles klar. Verdammt, warum kein Strike, man? Du wirst schon genug bevorzugt. Ja, bevorzugt ist alles eigene Leistung, hallo? Bam. Ich dachte schon, du fliegst an dem vorbei. Ja, nee, es war alles einberechnet. Okay. In meiner Statistik. Komm, jetzt gib noch mal alles. Komm, Strike. Im Übrigen, ich glaube, ich habe gar keine Versuche mehr. Hast du auch gar keine mehr? Ja. Nur noch du. Ach, schade, Mann. Ja, aber ich darf jetzt auch nicht mehr. Einmal noch, glaube ich. Oder? Nein. Nee? Na, okay. Ich hab gewonnen. Na, meinetwegen. 30 Punkte erzielt, ist aber auch nicht so verkehrt. 43 insgesamt, du hast halt 58, aber ja, reden wir nicht drüber. Schön, es ist ein schönes Ergebnis. No. Doch. War aber trotzdem funny. Auf jeden Fall. Da bist du ja wieder, na, wie rodelt es sich auf seinen Schneereifen? Lass uns doch ein bisschen spielen. Nintendo Juli, ich glaube, es ist ein neuer Rekord. Ob der noch zu überbieten ist? Nope. Doch. Ja, dann beweis es. Ja, mache ich dann Offcam, wenn die verarschen, ja. Ist. Ah. Na dann, würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ein bisschen um auf der Map, oder? Ja. Und im nächsten Part kommt dann folgende Aktivität, das Schneemobilrennen. Das wird, glaube ich, auch sehr geil. Im Lilienbereich kann man sich da anmelden. Okay. Ja, irgendwas. Wir suchen am besten jetzt ein paar Ballons und vielleicht finden wir ja sogar einen Schatz. Weil ich habe nämlich noch so einigermaßen im Kopf... Warte mal, steig mal ab. Was denn? Ich habe im Kopf... Dass man vom höchsten Berg irgendwie abfahren muss und dann... Nee. Das hier, ich glaube, auf der linken Seite irgendwo mal ein X zu sehen war. Und vielleicht finde ich das. Warte, nimm mal hier dein Snowboard. Du kannst ja auch suchen gehen. Ja. Also wenn du Ballons siehst, dann zerstör sie. Na, fahr! Und wenn du Höhlen siehst oder so, dann geh auch mal rein. Ja, aktuell sehe ich noch... Ah, da ist ein Ballon. Ja, ich habe ihn getroffen. Welche sind nochmal die wertvollsten? Weißt du es noch? Special, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Ach, hat sie das nicht gesagt? Wow. Boah, fuck. Ich hab's voll hingelegt. Was machst du hier? Ich bin mal wieder dabei, mir sämtliche Knochen zu brechen. Hier gibt's einen Tipp. Nein. Hast du ja toll geholt. Hab ich super gemacht. Ist ja auch gerade unsere nächste Aktivität, ist sowieso in der Richtung, in die ich hin möchte. Hab ich vorher links gesagt? Ich meinte rechts. Das ist so richtig lächerlich. Irgendwo hier hab ich... Oh, scheiße! Eine... Was ist das denn hier? Im Kopf. Ey, was hast du da gefunden? Das ist eine Schlange, so eine Schlangenhöhle. Geh da rein. Ja, aber wie von hier? Man muss da von oben irgendwie reinspringen. Das ist bestimmt der Schatz. Das ist mit Sicherheit so die Hauptattraktion hier. Da bin ich mir auch sicher. Ja, du musst das irgendwie finden, so. Ja, warum denn nicht? Ja, ich komme da nicht mehr hoch. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt hinkommen soll. Schau dich halt mal genauer um. Ich will das auf jeden Fall haben. Und schnapp dir die Ballons. Ja, das auch. Fahr mal weiter, vielleicht finde ich noch was. Du müsstest dann auf jeden Fall links irgendwie abbiegen, weil die Rampe... Ja, nee, also ich bin ja völlig woanders. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Laut Map geht es auch gar nicht, weil da ist ein Gebirge. Ja, aber da ist bestimmt was drin. Ja, ist klar, aber vielleicht muss man da auch mit dem Heli hinfliegen. Nein, das ist extra so eine Rampe zum Reinspringen. Okay. Verdammt, da ist so ein blauer Ballon, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Oh nein, da sind voll viele, ich muss da rauf. Was machst du? Ah, Mann. Wobei hier in diesem Komplex könnte er sich auch was verstecken. Denkst du? Ja. So ein Höhlenkomplex bietet sich doch immer an.
Ja, dann brichst du so runter und dann ist da was. Eine Höhle meinst du? Na, ich hoffe nicht, da komme ich nie wieder raus. Ich werde dich nicht vermissen. Na, danke. Na, hier ist einer mit einem Tipp. Vielleicht weiß der was. Ich glaube, die erzählen einfach nur so ein paar Infos zum Resort. Ich bin aber gerade, glaube ich, tatsächlich an einem geheimen Ort. Ja, Es könnte sein. Es könnte sein. Guck dir das mal an hier. Oh. Wow. Das ist auch nicht auf der Karte. Das ist auch nicht auf der Karte eingezeichnet. Ich bin hier definitiv an einem geheimen Ort. Komm schon, lass mich den Schatz finden. Das ist auch ein anderer Ton. Ey, geil. Boah, das sieht ja heftig aus bei dir. Ist das diese Höhle, die von den Leuten erwähnt wurde? Tschüss. Ey, die ist übelst cool. Ja, voll schön. Gönn dir das mal. Kann man so ein Foto machen? Ja, mach. Dann kannst du mich auch herholen. Yes. Geil, dann bin ich jetzt auch immer wieder der Secret Finder. Hauptberuflich. Schön, schön. Toll, dass du es bis hierher gebracht hast. Ist dieses Resort nicht toll? Wie wär's mit einem Ernährungsfoto? Ja klar, gerne. Gerne, wenn man schon mal das gefunden hat. Eben. Aber ist das jetzt schon der Schatz, also dieses Foto? Oder nein, ich glaube, da gibt es eine Truhe oder so. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich nicht an der vorbeigefahren bin, weil, um ehrlich zu sein, gab es da mehrere Abzweigungen. So, Foto haben wir gemacht. Ja. Jetzt schauen wir uns oder mal muss man das immer auf der Konsole speichern? Nee, oder? Nee, komm, das lächerlich. Wenn sie dich dazu zwingen. Ja. Klasse, das Foto ist toll geworden. Ich bleib hier in der Nähe. Du kannst mich besuchen, komm, wann immer du willst. Tschüss. Ja, wenn er hier so ganz alleine bleiben will. Okay, dann mal weiter. Warte. Aber ich nehme jetzt mal das Schneemobil, weil da hat man bessere Kontrolle, habe ich das Gefühl. Und dann kann ich eventuell sogar nochmal die Höhle bergauf fahren. Bist du jetzt auch hier? Ja, moin, ja. Cheater. Ja, du Cheater hast mich doch hergeholt. Da ist was. Da ist ein goldener Ballon oder sowas. Nee, ein Triple Ballon ist das. Bam. 300 Punkte. Ja, moin, läuft. So, aber hier ist auch der Ausgang. Also eine Schatztruhe habe ich hier jetzt nicht gefunden. Bist du nach unten gegangen? Ich bin wieder draußen, ja. Also nee, ich gehe da rein. Ich habe diesen Triple Ballon eingesammelt und dann bin ich hier rausgeschmissen worden, sozusagen. Ich laufe hier rum. Hier ist, boah, schau mal, da wachsen so Pilze. Oh, wie Pilze. Coole Pilze da wachsen. Leuchten voll. Also hier ist bestimmt noch irgendwas drin. Ich glaube auch. Weil gerade am Anfang waren noch so Abzweigungen. Ich versuche gerade mit dem Schneemobil wieder nach oben zu fahren. Ach, warte, hieß es nicht mal, dass der Hund auch so Der Hund, der hüpft hier rum. Da muss doch irgendwas sein. Ja, könnte auch ein Bug sein. Aber geh einfach mal hin. Hundi. Hm. Auf jeden Fall hieß es mal, dass der Hund die Schätze orten kann. Hundi. Oh, wo war das denn? Ja, lauf halt außen rum. Er will dir halt was zeigen, was weiter oben ist. Hä? Ach so, du sollst außen rumlaufen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann... Oh, die Kamera ist so bescheuert, dass man das nicht umstellen kann. Ja, das stört mich auch immer. Man kann die Kamera halt wirklich nicht bewegen. An alle, die das Video gucken. Nicht, dass ihr denkt, ey, wie dumm sind die. Es geht nicht. Es geht halt wirklich nicht. Hey, warte mal, dieser Vulkanbereich, da war ich, glaube ich, gar nicht. Geh da mal hin. Oh Gott, das Alter, was leuchtet. Ist das ein Drache oder so? Ja, das wär's. Ein Drache. Oh, scheiße, Mann. Wow, du springst direkt in die Lava. Fuck, ich musste dir hinkommen, weil da musst du mit Anlauf drüber. Scheiße, ich hab hier mein Mobil. Ja, du hast nichts, deswegen muss ich diesen Ort finden. Sag mir halt in etwa, wo du lang gegangen bist. Ja, ich bin dann einfach nach unten gegangen. Also zu den Pilzen. Also du bist auf die Rampe hoch und ich bin weiter unten rumgegangen. Links oder rechts? Ich glaube, ja, das ist schon richtig. Ich bin rechts. Ja. So, dann nehme ich jetzt Anlauf. Jo, ja, da ist auch der Hund. Warte. Oh, Jump! Jo, nein, du bist noch! Nein, boah, da ist noch einer. Alter, was bist du für ein Freak? Was macht der Typ hier? Stopp, sprich ihn an, dann komme ich so auch. Was macht dieser kranke Typ hier? Bungee springen. Was?